Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange, True Colors. Keine Ahnung, bei welcher Folge wir mittlerweile sind. Irgendeiner Folge. Wir sind aber in der Mine. letzte Folge, ja, Ethan ist fortgelaufen. Wir wussten ja wohin. Wir haben es halt nur verpennt, zu sagen. Ja. Wir sind jetzt in der Mine. Die Sprengung wurde verlegt. Jedenfalls hat das Gabe gesagt. Ich hoffe auch, es passiert. Ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass wir irgendwann einen Knall hören und sie haben trotzdem gesprengt. Man weiß es nicht. Aber ja, wir konnten Ethans Comic nutzen, um bisher den Weg hierhin zu finden. Also praktisch, wir haben ja mitgekriegt, oh, da guck mal, da vor dem Tor ist ein Riss, vor dem Eingestürzten. Dann haben wir praktisch bei dem Zombie die Blutspur, die nicht da ist. Wir haben es verfolgt, haben die Tür gefunden und jetzt sind wir gerade hier drinnen. Genau, das letzte Mal haben wir noch ein bisschen mehr auch über Chet erfahren, über seine... Das kann ich mir sogar nicht nochmal anhören. Interessant. Ja, genau. Das haben wir so ein bisschen das letzte Mal noch erfahren. Gut, so viel da dazu. Ich würde mal sagen, wir haben hier noch Legalized. Ja, also es ist eine verlassene Mine, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Have I got some good news for you? Wer weiß, wann das Graffiti gemacht wurde. Ich warte ja nur drauf, dass irgendeiner das Alter von sowas mal bestimmen kann. Einfach nur, indem er drauf guckt. So, 1912. 1987. Na, das da ist von 1615. Einfach nur, er guckt sich's an. So als Superkraft. Du erkennst, wie alt Dinge sind. Oh. What? Moment. Ein rotes und ein blaues. Ich kann mir das Comic nicht nochmal angucken. Ich kann aber auch nicht hier irgendwie... Ich will mir das Comic angucken. Was? Das ist eine Box mit einem roten... Achso, wir wollen das Licht anschalten, ne? Ein rotes und ein blaues. Okay, wir machen mal... I am not making that choice for you. Have you seen any action movie? See? Glad I abstained. Aber wir haben es probiert. Eine Schalttafel. Kind of want to push all the buttons. Also, kind of scared to push any of the buttons. Ich würde sie auch gerne drücken. Oh. Noted. Kriegmaschinen, wir sind vorsichtig. Wo ist eigentlich jetzt Gabe? Keiner hat Gabe Bescheid gesagt. Das stört mich immer noch. Eine Treppe, wir müssen auf jeden Fall eine Treppe dann hoch. Okay, Feanor. How'd you get out of here? Ja, über eine Treppe, das wissen wir doch. Hier ist Schutt. Drüben ist noch was zu ist. Maybe it's full of Twinkies. Those never go bad, right? Also meine Vermutung ist ja. Ist das der Wind oder ist das Gabe, der da draußen rumrüttelt? Okay, meine Vermutung ist übrigens für die Schlange. Falsch. Da. Wir haben ja hier diese Schlange. Meine Vermutung ist das Fließband. Na, das geht hier einmal nämlich nach oben und geht dann da oben raus in dieses Türmchen rein. Ich nehme stark an, das wird die Schlange sein. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hoch, weil... Oh, ich mache mal das Falsche auf. Weil, wenn wir hier gucken, wir haben hier eine Plattform. Perhaps if I can reach higher ground. Wir müssen praktisch eine Treppe nach oben gehen. Und dann nach oben können wir drauf. Gucken wir mal. Hier haben wir eine Treppe. Und wenn wir hochgehen, ist hier an der Seite dann das Fließband. Genau. Wir gucken mal. Vergleichen. Ethan must have gone upstairs. Pretty sure Ethan climbed these stairs. Okay, but then how did he get out of here? Not sure. I'm gonna have a look. Ich merke gerade, wir können uns noch weiter umgucken. Oh mein Gott. Ich habe das Gebiet hierhin gar nicht gesehen. Ugh. Let's hope omens aren't really a thing. Boah. Die Arme. Okay. Drüben ist eine Matratze. Also hier lebt anscheinend jemand. Ugh. Worse than sleeping on the ground. Ja, jemand lebt hier. Oder hat hier gelebt. So. Gucken wir nochmal hier ein bisschen rum. Vielleicht findet man noch irgendwas.
Ich merke gerade wieder, ich kann, oder? Ja, ich kann ein kleines bisschen schneller laufen. Minimal schneller. Immer noch Overalls. So much stuff just left behind. Ja. Kostet Geld, das alles zu entsorgen. This thing has seen better days. Sagst du mittlerweile was anderes? I hope Alex is right about this comic thing. We're burning minutes here. I hope so too. Türsteuerung. Glück. Yeah, it was worth a shot, I guess. Ethan must have passed through some other way. Let me see what I can figure out. Wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Ich würde trotzdem noch mal gerne mit Ryan sprechen. Ich will noch mal gucken. Durch die Hintertür. If Ethan didn't get out through the door, how did he get out? Wir wissen es doch schon. Okay, gut. Ich würde trotzdem noch mal kurz einfach mal mit Ryan sprechen wollen. I'm not confident this is gonna work. Okay, gut, dann nicht. Alter. Damn it. Ryan, vorsichtig sein. Okay, er ist aber nicht wütend. Er ist nicht wütend. Habe ich mit ihm gesprochen oder habe ich ihn nur angeguckt? Ah, ich glaube, wir haben gesprochen. Okay. Ich will gerne nichts verpassen. Wir Dialogen oder sonstige Optionen. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Weil ich glaube nämlich, das ist the way to go. Jedenfalls von dem, was ich irgendwie mitgekriegt habe. Gut, dann würde ich mal sagen, bewegen. Wellblech immer so laut sein muss. Okay. Oh. Ab, ab. So, hier ist mal ein Schild. Oh, was ist mal hier? Ein Warnungsposter. So, this place was a death trap when it was operational too. Cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Nicht auf dem Förderband stehen. Auf einem sich bewegenden Förderband zu stehen und oder davon transportiert zu werden, kann zu Verletzungen oder Tod führen. Die Typhon-Minengesellschaft haftet nicht für medizinische Kosten, die dadurch entstehen, dass Angestellte die Förderbänder inkorrekt benutzen. Was ist, wenn es nicht Angestellte inkorrekt benutzen? We passed caution like an hour ago. Caution when ascending to top-level catwalk. Aufpassen vor der obersten Ebene. Hier drüben haben wir noch eine Tür. Die wird es aber nicht okay, sein. Okay, I'll stay out. But not because you told me to. War hier was? Nee, es war nur die Lichtreflexion. Ich dachte gerade, da ist was aufgeploppt. Okay, so hier nach drüben kommen wir nicht. Nee. Okay, wir müssen noch weiter nach oben. Damit wir auf das Ding kommen. Eine Bodenplatte. Oh verdammt, hier ist ein Loch. Gut, dass mich dieses Spiel davon abhält, weiter nach vorne zu laufen. Ich wäre nämlich jetzt voll runtergeknallt. Okay, das brauchen wir nicht vergleichen. Das ist es nicht. Das weiß ich jetzt schon. Weil, wenn wir gucken, ne? Wir gehen hier hoch. Und dann sind wir hier. Und dann müssen wir hüpfen, um auf das Förderband zu kommen. Und das Förderband ist da und geht da weiter und geht ja nach hier zur Seite. Und hier rüber, genau da, da müssen wir hin. The silo. We're getting close. Yep. Yep. Okay, gut. Ich glaube, wir sind da, wo wir hin müssen. Reminds me of the snake thing in Ethan's comic. Yep, genau das. Ist halt saugefährlich, ne? Was da. Weil es ist hier effektiv ein Sprung, den er hier machen muss. Und Ethan ist noch klein. Ich meine, wir können froh sein, dass er nicht da unten liegt. Ethan made the jump from here to the conveyor belt. Uff. Think I'll find another way through. Ja, wollte ich nämlich gerade auch sagen, weil ich glaube, wenn das. Ethan climbed the conveyor belt out to the silo. Yikes! Kann ich mit. Maybe there's some way to open the door. Okay. Ja, ich wollte nämlich schon sagen, von hier zu springen ist für den kleinen Ethan eigentlich unmöglich. Wir haben hier unten.
Wir haben hier unten eine Möglichkeit raufzuklettern, indem wir auf das Förderband und dann auf das gehen, aber ich glaube, das ist zu gefährlich. Wir können aber einen Kettenzug verwenden. Auf geht die wilde Kurbelei. Heads up! You figured out the door. Yeah. Turns out you gotta open it. Who knew? Will wonders never cease. Okay. Gut. Kommen wir unten vielleicht hoch? Ja, oder müssen wir wirklich von außen dann? Ja, noch eine Tür. Kann ich die probieren? Nee, ich kann sie nicht probieren. Wir können mal vergleichen, aber... Wasn't in the comic. Mhm. Kann ich mir denken. Okay. Aber hier kommen wir halt nirgendwo hoch. Dann gehen wir mal runter zu Ryan nochmal und versuchen mal durch die Tür zu kommen. Was war das da hinten? Schutt. Also. Ein Haufen Schutt. Weil das für mich eher nach Blechen aussah als Schutt, aber. Okay. Du. Was? I'm not okay, but it's okay. Okay. Brian seems like he knows what he's doing. Glad he's here. I hope Alex is right about this comic thing. We're burning minutes here. Sorry. Ich gucke nicht nochmal in deine Gefühle. Ach ja, natürlich. So long? You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Where to next, Alex? Natürlich wartet er draußen. Genau, er geht auf das Ding zu. Und dann hat er von da, glaube ich, geguckt. Irgendwie. Richtung Mond. Das war ein komischer Cut. Thanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold. If we can just... There. That's where he's heading. That's by the ravine. Shit. Let's go. Ich habe immer noch ein ganz ungutes Gefühl. We close? Think so. Ethan! 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 Ethan, I'm coming for you, buddy. Wait. Hold on. Here. Ethan? You okay? Don't worry, we're gonna get you out of here. Just hang on. Don't! His fear is so strong. If I get near it, it's no good. We're too heavy. Shit. What about me? Alex. Are you sure? I'm not sure about this.
Remember how I taught you how to anchor a belay? Awesome. Show me. You okay? Honestly? No. And that feeling makes sense. Do me a favor, though. See if you can breathe. Great. As long as you keep doing that, everything's gonna be fine. Alex, can you make eye contact with me? I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum to feed rope your direction. Follow? So far. Awesome. You're doing super good. Remember, slow is steady. Steady's fast. Piece of cake. Oder hat er aber. Piece of cake. Hang on, Ethan. I'm coming. Okay. Selber ein bisschen irgendwie. Moment, ich setze mich kurz anders hin, weil so kann ich nicht sitzen, wenn ich nervös bin. Das wird nichts. Ich muss mich da ordentlich hinsetzen. Okay. Okay. Let's go. Ich mache immer nur einen Schritt. Alles gut. I'm not gonna get hurt and neither are you. What if you're wrong? I'm not wrong. I'm totally right here. Es verändert zwar nichts, wenn ich immer nur einen Schritt mache, aber ich mache trotzdem immer nur einen Schritt. Oh. Can you breathe for me? I should never have come out here. I was so stupid. Okay, hey, focus. Talk to me. You want to tell me how you got out here? I was trying to cross to the other side. The log fell. That's fine. That's okay. Let's talk about what comes next. Gabe ist unser Anker. Gabe's got us. We're not gonna fall. He's got the other end of the rope. No, I can't move. If I move... You're not gonna fall, buddy. It doesn't matter. He's not making any sense. I need him to calm down. We can't stay here, Ethan. We have to... It'll see me. If I move, it'll see me. What's gonna see you? You don't understand. He's right. I don't. I can't help him if I don't understand what he's afraid of. And the only way to understand is to feel what he's feeling. Oh, fuck. I can't believe this is happening. Ich würde gerne noch mit ihm reden. Ich kann aber nichts anderes machen, als jetzt mich auf ihn zu konzentrieren. Okay. Wir
Kann ich nicht. Hallo? Achso, falsche Maustaste. Wir haben Kratzspuren, wahrscheinlich von irgendwas Größerem. Comics? Ich würde gerne erstmal die Comics angucken. I'm not just feeling what Ethan feels. I'm seeing the world like he sees it. Okay, gut. Ich würde mir wahrscheinlich jetzt mal die Kratzspuren angucken wollen. I could hurt the monster, but it's hunting me. Sieht für ihn aus wie Klauenspuren. I brought all this stuff. None of it will save me. Okay. He's not afraid of the fall. He's afraid of... Can't let it see me. Can't let it see me. It can't be real. Oh, but it looks pretty fucking real. Hey. Hey, I see it too, Ethan. The monster? I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, we're safe. You know why? Das Ding kann uns nicht sehen. It can't see me. Bangle of vanishing, just like Ninth Warden. I thought that was just a story. Well, some stories are true, like monsters. So, you're gonna hold my hand, all right? As long as you're touching me, you're safe. Don't look down, okay? We'll be done before you know it. They're headed back. Keep tight on the belay, Gabe. Not over yet. Es ist nicht gut, okay, wie sie gerade ihren Fuß hat. Okay. One step at a time. Okay. Es ist nicht gut, wie sie das Seil gerade gehalten hat. Alex? Ja. Ja, Buddy. I'm still really scared. Ich auch. Ja. Me too. But we can do this. One step at a time. Okay. Do you think the log will break? Nein. I don't know. Achso. But if it does, I am gonna hold on to you so tight, okay? Achso, ich hab. Okay. Okay. Gut. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Da kommt noch mindestens eine Frage von ihm. Schön langsam und bedacht. So wird das gemacht. Ethan. Hochsehen. Tight grip. Okay. We're close now. That's it. Come on. There you go. I got you.
Das war's? Okay. Man könnte sagen, das Monster hat trotzdem jemanden gefressen. Es hat sich trotzdem jemanden geholt. Ach, Scheiße. Okay. Zwei Dinge. Erstens, was ich extremst bescheuert finde. Extremst bescheuert. Und da bin ich wirklich sauer. Deswegen habe ich am Anfang des Spiels gesagt, schaut euch keine Trailer an. Denn effektiv das komplette erste Kapitel ist effektiv durch den Trailer gespoilert. Ich wusste von Anfang an, dass Gabe irgendwann in diesem Spiel sterben wird. Durch den Trailer und durch die ersten Informationen, die man gekriegt hat. Und das finde ich bescheuert. Weil innerlich wusste ich jetzt die ganze Zeit, irgendwann passiert's. Und deswegen war ich auch so praktisch, scheiße, Gabe ist wieder nicht hier, irgendwas passiert. Du gehst an die Sache ganz anders ran, wenn du schon weißt, dass etwas passiert. Und das finde ich bescheuert. Das finde ich extremst bescheuert. Und da bin ich echt sauer, muss ich so sagen. Aus diesem Grund werde ich mir auch für die anderen... Ich werde mir keine weiteren Trailer in irgendeiner Form angucken. Oder irgendwelche Sachen von diesem Spiel habe ich danach beschlossen, als ich das erfahren habe. Weil effektiv, es müsste innerhalb der ersten 10 Minuten passieren. Oder 20, 30 Minuten, keine Ahnung. Aber, um zu Punkt 2 zu kommen, ich bin trotzdem innerlich gerade halb am Sterben. Ich bin trotzdem innerlich halb am Sterben. Oh. Ich bin aber froh, dass sie keine Art Quicktime-Event am Ende noch draus gemacht haben. Dass praktisch Gabe runterstürzt und wir haben eine Art Quicktime-Event, um irgendwie dagegen zu steuern oder sowas, dass er nicht runterkommt und danach passiert irgendetwas Unvermeidliches und wir haben die ganze Zeit das Gefühl, okay, wir kämpfen gerade und am Ende ist es egal. Ich meine, auf der einen Seite, also ich muss, in gewisser Weise muss ich Ryan bewundern, weil sein bester Freund hängt unten an einem Seil. Und effektiv ist kurz davor zu sterben, wenn jetzt dieses Seil reißt. Aber durch die Lawine, oder ist trotzdem Lawine, ne? Eine Gerölllawine. Hat er keine andere Wahl, als dass er entscheiden muss, und er macht es blitzschnell. Er rettet potenziell 3 Leben über 1. Was ich, in der Hinsicht bewundere ich ihn. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung hätte treffen können in der Situation. Deswegen, ich bin kein Ranger. Das könnte ich nie werden. Und das Problem ist, durch diesen blöden Spoiler, dass ich weiß, dass er stirbt, finde ich das kacke, weil er hätte theoretisch unten liegen können und er hätte vielleicht noch, wir wissen es nicht. Eigentlich wissen wir es jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen, egal. Okay. So viel zu meinem kleinen Exkurs. gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Statistiken von Freunden ansehen. Und ist das ein Unterschied? Weltstatistiken. Okay, gut. Weltstatistiken.
Ja, also das Erste, ich hätte mich auch lieber bei den 53% gesehen, anstatt bei den 47%, aber nun gut, ist jetzt egal. Alex hat Riley die Wahrheit gesagt, 71%, okay, es denken also viele so wie ich. Alex hat Gabe von ihrer Kraft erzählt, 73% haben auch gesagt, sie erzählen das und nicht praktisch dieses Aufwachsen. Ich meine, das ist halt wieder so eine Entscheidung, die langfristig nur auf Alex eine Auswirkung hat und nicht auf Gabe, weil, ja, wie wir wissen, was mit Gabe passiert ist gerade, ne? Ich bin gerade innerlich noch auf irgendwie hier, gut, dass man mich nicht sieht. Meine Hand zittert wie sonst was. Okay, weiter. Alex hat Gabe auf der Brücke umarmt. 97%, so wie sie es gehört. Alex hat Riley ermutigt, in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. 71%. Das ist ungefähr ja die gleiche Verteilung, wie ob man Riley die Wahrheit gesagt hat. Ist ja effektiv genau das, ne? Wir haben Riley gesagt, sei ehrlich. Und ja, das waren wir dann auch zu ihr. Okay, was haben wir sonst noch? Alex setzte dem Gartenzwerg eine Sonnenbrille auf. 90%. Natürlich muss braucht eine Sonnenbrille. Alex hat sich im Plattenladen ein Lied angehört. 66%. Mhm. Hat nicht an der Musikstation angehalten. Das waren die Speedrunner. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei ein Nerd. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei krass. 52%. Also so ungefähr 50-50. Okay. Alex hat mit Gabe auf der Besengitarre abgehauen. 96%. Das sehe ich gerne. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Alex hat Spuren von Gabes Suche gefunden. 96%. Sehr, sehr aufmerksam, die Leute. Finde ich interessant trotzdem immer noch. Das ist so eine. Weil in dem vorigen Life is Strange war es teilweise manchmal nicht so. Da war es wirklich ein bisschen anders verteilt. Alex war Charlotte gegenüber optimistisch. Alex war Charlotte gegenüber pessimistisch. Alex war sich nicht sicher, was sie von Haven hält. 39%, 37%, 24%. Also die wenigsten waren trotzdem pessimistisch, aber es ist ungefähr eine gleiche Verteilung. Okay. Alex hat Jet gesagt, sie war nie Kellnerin. Alex hat Gabes Geschichte zugestimmt. Auch so 50-50. Okay, das ist dann. Ja, es ist halt blöd, ne, wenn man sagt, ja, ich bin weltbeste Kellnerin. Und dann irgendwie an der ersten Stelle, weiß nicht. Alex hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. 97%. Sehr schön. Sowas mag ich. Okay. Es ist erstaunlich, wie viele Leute gleich denken, finde ich gerade. Jet war von Alex' Arbeit als Kellnerin beeindruckt. Jet war von Alex' Arbeit nicht beeindruckt. Jet hat herausgefunden, dass Alex nie Kellnerin war. 1%. Okay. Das ist das Problem, weil ich das Essen vergessen habe. Ich weiß. Ich habe das Essen vergessen. Es tut mir leid. Ich war aber ehrlich und hab's zugegeben. Und wir haben die Flasche für Ducky gefunden. Ah. Verdammt. Ich habe das vollkommen. Ich hatte einen Block zu weit weg. Egal. Steph hat Alex im Jukebox-Spiel geschlagen. 42%. Steph hat gegen Alex im Jukebox-Spiel verloren. 42%. Alex hat nicht das Jukebox-Spiel gespielt. Es ist exakt gleich, ne? Jeweils 42%. Sehr schön. Okay, interessant. Riley hat sich nach der Schlägerei von Mac getrennt. 72%, Riley und Mac sind noch zusammen 28%. Ich bin immer noch der Meinung, das war die richtige Entscheidung, ihr die Wahrheit zu sagen. Okay. Ducky konnte seinen Lieblingswhisky trinken. 93%. Schön, dass die Leute sich so für Ducky interessiert haben. So, das war's. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich nächstes Kapitel drücke. Geht das sofort los? Kommt eine Vorschau? Weil bei den vorigen Life is Strange-Teilen hatte man ja immer noch am Ende so eine Vorschau. Kommt jetzt eine? Nein. Wir haben 5 von 5 Dingern gefunden. Keine Ahnung, ich nehme an die Erinnerung. Okay, Achso, das ist nur. Moment. Ich muss fortfahren klicken, damit das nächste angeht.
Ich guck mal kurz, warte mal, wir haben noch ein paar Minuten, ich guck mal kurz. Nein, wir gucken uns das Ende nicht an. Haha, willkommen zurück im Hauptmenü. Ich habe auf Fortfahren geklickt und habe eine Minute gesehen und habe mir dann gesagt, nope, das fangen wir nicht noch an. Wir belassen es jetzt hier. Ich mag es gerne, den Moment ein bisschen auszukosten. Und ich werde mir jetzt auch ein paar Tage Zeit nehmen, bis ich das nächste Kapitel spiele. Ich weiß noch nicht, wie es mit den Folgen dann aussieht. Ob praktisch die Folgen einfach weitergehen oder ob da trotzdem nochmal ein, zwei Tage dazwischen sind, das weiß ich nicht. Weil ich will gern Dinge sacken lassen. Das ist was, was ich mag. So in diesem Moment, wir sind jetzt in diesem Moment. In diesem aufgewühlten Moment. Und ich muss es jetzt sacken lassen. Ich will nicht fortfahren. Ich will in diesem Moment sitzen und nachdenken. In diesem Sinne, ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Ja, keine Ahnung. Ich werde mir jetzt wieder einen Tee machen. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sieht man sich dann im nächsten Kapitel wieder. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie es dann wird. Ob es gleich hinterherkommt. Kommt drauf an, wann ich Lust habe, weiter aufzunehmen. Ich will es wirklich ein paar Tage sacken lassen. Ich finde das schön. Gehört für mich dazu. Okay, gut. Dann bis dann. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Ja, genau. Bis dann.